Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Kirsten Gerhardt. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Angesichts der verheerenden Luftangriffe von syrischen Regierungstruppen auf die Stadt Aleppo tritt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen heute erneut zusammen. Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten die Dringlichkeitssitzung in der Nacht beantragt. Sie fordern zudem von Russland ein Ende der Gewalt. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon erklärt, er sei entsetzt angesichts der militärischen Eskalation in Aleppo. Die Einwohner seien den schlimmsten Angriffen seit Beginn des Krieges ausgesetzt. Jeden Tag räumen die Menschen in Aleppo den Schutt weg, graben Verschüttete aus, bergen Tote. Es wird immer schwieriger, denn die syrische Luftwaffe setzt nach Berichten inzwischen auch bunkerbrechende Munition ein. Die lässt selbst mehrstöckige Gebäude einstürzen und zerstört sogar Keller. Der Einsatz dieser Bomben käme, so sagt UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, einem Kriegsverbrechen gleich. Zudem sollen im Großraum Aleppo inzwischen 2 Millionen Menschen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten sein, nach einem Angriff auf ein Pumpwerk. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind seit dem Ende der Waffenruhe am Montag in Aleppo 180 Menschen getötet worden, darunter 26 Kinder. Dramatisch ist die Situation für die Verwundeten. Es gibt kaum mehr funktionierende Krankenhäuser. Diese Bilder sollen aus dem Viertel Bustan al-Qasr stammen. Sanitäter versuchen, Verletzten zu helfen. Es fehlt an Verbandsmaterial, an Medikamenten und an Betten. Während es auf der UN-Vollversammlung bisher keine Fortschritte im Bemühen um eine neue Waffenruhe gibt, meldet die syrische Armee die Einnahme des Rebellenstützpunktes Handarat nördlich von Aleppo. Das Assad-Regime hatte am vergangenen Donnerstag eine Bodenoffensive angekündigt, mit dem Ziel, ganz Aleppo einzunehmen. In einer Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina sind heute 1,2 Millionen Menschen zu einem umstrittenen Referendum aufgerufen. Sie stimmen über einen eigenen Nationalfeiertag in der serbisch geprägten Republik Srpska ab. Seit Kriegsende 1995 ist mit dem Friedensvertrag von Dayton Bosnien und Herzegowina in 2 Teilrepubliken gespalten. In der Republika Srpska leben überwiegend Serben, in der Föderation Bosnien und Herzegowina Kroaten und die mehrheitlich muslimischen Bosniaken. Diese Serbin will gleich 2-mal abstimmen, für sich und ihren erkrankten Mann. Für viele in der Republika Srpska ist das Referendum eine Herzensangelegenheit, auch wenn die Abstimmung verboten wurde vom Verfassungsgericht Bosniens. Das aber ist der politischen Führung der Republika Srpska egal. Sie inszeniert das Referendum als eine Schicksalsfrage, will mit der Abstimmung erreichen, dass die Serben weiterhin einen eigenen Staatsfeiertag behalten dürfen. Einen gesamtstaatlichen hingegen für ganz Bosnien, gemeinsam etwa mit den Bosniaken, wollen sie nicht. Das geht nicht, dass die Bosniaken und ihr Präsident daherkommen, um uns unseren Nationalfeiertag wegzunehmen. Und Serben ist dieser Tag heilig. Das wäre so, als würde ich auf einmal den Bosniaken einen Feiertag verbieten. Das Referendum ist das erste seit Kriegsende 1995. Die EU wollte es verhindern, vergeblich. Viele befürchten nun, wie der von der UN eingesetzte Hohe Repräsentant, eine weitere separatistische Politik der bosnischen Serben. Wo wir leider sagen müssen, dass es noch nie so große Spannungen gab, die letzten 20 Jahre, wie gerade jetzt. Ja. Einige sprechen sogar von Krieg und ich verurteile das schärfstens. Ja. Das Abstimmungsergebnis wird den Gesamtstaat Bosnien wohl weiter auseinander dividieren, weil mit dem heutigen Tag in der Republika Srpska die gesamtstaatliche Justiz missachtet wird. In der Debatte über das umstrittene EU-Freihandelsabkommen mit den USA TTIP hat CDU-Generalsekretär Tauber SPD-Fraktionschef Oppermann kritisiert. Oppermann hatte gefordert, TTIP nach der US-Präsidentschaftswahl völlig neu zu verhandeln. Tauber sagte der Funke Mediengruppe, die SPD solle endlich darauf vertrauen, dass die Europäer ein gutes Abkommen erreichen würden. SPD-Fraktionsvize Heil unterstrich dagegen in der BZ am Sonntag, er denke, TTIP sei tot. Wer über den Kurznachrichtendienst WhatsApp kommuniziert, kann nur noch heute die Nutzung seiner Daten durch den Mutterkonzern Facebook einschränken. WhatsApp hatte seine Nutzungsbedingungen geändert und damit Facebook erlaubt, auf bestimmte Daten von Anwendern zuzugreifen. Bis heute können Nutzer noch einstellen, dass diese Informationen nicht zu Werbezwecken verarbeitet werden dürfen. Übermittelt werden die Daten aber trotzdem.
Bruno Labbadia ist nicht mehr Trainer des Hamburger SV. Der Verein trennte sich von dem 50-Jährigen nach 4 Niederlagen in Folge. Das Präsidium wolle Anfang der Woche über die Nachfolge entscheiden, teilte der Verein mit. Gestern hatte der HSV sein Heimspiel gegen Bayern München mit 0:1 verloren. Und die Tagesschau meldet sich wieder um 17:15 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.